الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ja, ich mache weiter mit diesem Buch. Ich habe es jetzt auch mal mitgebracht und kann es rumgeben. Purification of the Heart. Und das Thema diesmal ist, also die Krankheit, die Herzenskrankheit, die jetzt behandelt wird, ist sozusagen die Vergesslichkeit oder das Nichterkennen der Wohltaten und Segnungen Allahs. Also den Titel hatte ich jetzt angegeben, Segnungen erkennen. Das arabische Wort ist Ni'ma. Kann man mit Segnungen übersetzen, auch Gnaden oder Geschenke. Das nicht zu sehen und nicht zu erkennen. Und das ist, glaube ich, auch eine verbreitete Krankheit. Ich glaube, vor allen Dingen in Ländern wie hier, wo es uns allen sehr gut geht und wo wir denken, das ist irgendwie selbstverständlich, dass es uns so gut geht. Zunächst mal ist es ja so, dass die Segnungen, die wir immer erhalten, also es gibt sozusagen welche, die materiell sichtbar sind, wie jetzt Essen, Kleidung, Wohnung, solche Dinge, und es gibt solche, die wir nicht sehen, wie Freundschaft, Liebe, Sicherheit. Also Sicherheit zum Beispiel ist was, was wir mittlerweile hier einfach nur voraussetzen, und wenn wir in andere Länder schauen, dann sehen wir, was, also wie dankbar wir dafür sein müssen, dass wir das hier haben. Und all das sind Sachen, an die wir meistens nicht denken. Also wir denken ja meistens an die Sachen, die uns stören, mit denen wir nicht zufrieden sind, und dann geht das andere sozusagen, zählt halt nicht so. Und das ist halt wichtig. Also es gibt natürlich zahlreiche Koranverse, die darauf hinweisen, dass alles, was wir erhalten, ist nur von Allah. Und Kufr ist ja nicht nur in der Bedeutung Unglaube, sondern auch Undankbarkeit. Also da gibt es eine Verbindung sozusagen zwischen Undankbarkeit und Unglaube. Und deswegen muss man darauf achten, dass man immer dankbar ist. Die Namen Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala, die am häufigsten genannt werden im Koran, Ar-Rahman und Ar-Rahim, hängen auch mit diesen Segnungen zusammen. Manche Gelehrte sagen, Ar-Rahman ist der Name für den Geber der großen Segnungen. Und Ar-Rahim für denjenigen, der kleine Segnungen gibt. Ein Beispiel, was Sheikh Hamza Yusuf anführt, ist so Segnungen, die man erst erkennt, wenn sie dann nicht mehr da sind. Und er hat ein Beispiel, das Blinzeln der Augen. Also wir blinzeln ja ständig, ohne das zu merken. Und erst wenn es irgendwelche Probleme gibt, zum Beispiel mit der Tränenflüssigkeit oder so, und jemand trockene Augen hat und nicht mehr, also dieses Blinzeln dann wehtut zum Beispiel, dann merkt man erst, was das für ein Segen ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Also trockene Augen ist eine verbreitete Krankheit heutzutage. Also so für diejenigen, die viel mit Computerarbeit zu tun haben und so, kennen das manche. Und dann fällt einem erst auf, wie selbstverständlich man das vorher halt hingenommen hat. Was dann auch eine große Gnade für uns ist überhaupt die Offenbarung des Korans, die Aufforderung enthält, diese Segnungen zu reflektieren. Und zwar aus dem Grund, den ich vorhin schon genannt habe, dass Undankbarkeit eben etwas sehr Schwerwiegendes ist. Und wenn man jetzt in der Offenbarung liest, dann wird man eben immer wieder dazu aufgefordert, nachzudenken und diese Segnungen zu reflektieren und dafür dankbar zu sein. Und es gibt auch eine Ayah, in der es heißt, das ist in der 8. Sure, Vers 53, dies, weil Allah niemals eine Gnade ändert, die er einem Volk gewährt hat, solange sie nicht ändern, was in ihnen ist. Also Allah nimmt sozusagen von Leuten eine Gnade nicht weg, solange sie nicht ihr Verhalten ändern und undankbar werden. Ja, also das heißt, wie wir uns verhalten, hängt auch damit zusammen, welche Gnaden wir bekommen oder nicht bekommen. Und dann gibt es ein Phänomen. Also der Begriff dafür ist Istidraj. Das ist, wenn, also es kann sein, dass jemand Segnungen erhält, dafür nicht dankbar ist, aber Allah nimmt ihm diese Segnungen nicht weg, sondern gibt die ihm weiterhin, und das führt dazu, dass dieser Mensch eine ganz falsche Annahme macht über Allah, dass er halt denkt, ja, Allah liebt mich und gibt mir deswegen das und so. Und also er wird sozusagen, er führt sich durch dieses Verhalten in die Irre, so nach und nach, kommt sozusagen immer weiter weg von dem, was er eigentlich, also wie sein Verhältnis zu Allah eigentlich sein sollte. Und er denkt aber, er ist von Allah bevorzugt. Also das ist sozusagen fast noch schlimmer,
Also wenn man von vornherein weiß, man ist nicht dankbar, sondern man bildet sich etwas ein, ne, und das entspricht überhaupt nicht der Realität. Und da, deswegen ist es auch wichtig, also zu reflektieren halt, weil es ist nicht immer alles so eindeutig. Also es ist nicht automatisch so, dass zum Beispiel Wohlstand, jemand, der Wohlstand hat, dass das für diese Person auch eine Nirmal wirklich ist. Weil es kann auch eine Prüfung sein. Also jemand kann auch Wohlstand erhalten und dadurch sozusagen sich entfernen von Allah, in Prüfungen geraten, die er dann vielleicht nicht besteht. Ne? Umgekehrt kann Armut, das sieht zunächst mal aus wie eine schwere Prüfung, für manche Menschen kann das aber auch sehr hilfreich sein, weil sie sich dann vielleicht auf das Wesentliche besinnen. Das heißt, nicht alles ist so, wie es von außen aussieht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man drüber nachdenkt. Sheikh Hamza Yusuf weist dann darauf hin, dass grundsätzlich sozusagen die Dinge, die so verschiedene Gelüste befriedigen, also Shahawat, also Essen, Sexualität, also das, was sozusagen die Sinne unmittelbar befriedigt, das sind so Dinge, die sozusagen, durch die man kurzfristig Befriedigung erlangt. Langfristig kann das aber schädlich sein. Das Beispiel, was er bringt mit Essen, also wenn man zum Beispiel ständig zu viel isst, dann hat man zwar kurzfristig immer diese Bedürfnisbefriedigung, aber langfristig schadet es der Gesundheit. Und die Menschen, die halt nicht drüber nachdenken, die tendieren dazu, sozusagen kurzfristige Segnungen sozusagen, also da den Fokus drauf zu legen und darüber das Langfristige zu vergessen und eben den Nutzen von Geduld dann auch nicht sehen zu können. Und er hat dann so eine interessante Studie angeführt, und zwar war das ein Versuch mit Kindern. Also man hat Kindern gesagt, ihr könnt entweder jetzt einen Keks haben oder morgen zwei. Und dann haben sie sozusagen, also dann hat man geguckt, welche Kinder entscheiden sich für die zwei Kekse erst am nächsten Tag, anstatt gleich den einen zu nehmen. Und dann hat man geguckt, okay, welche waren das? Und dann 30 Jahre später, das war so eine Langzeitstudie, 30 Jahre später hat man geguckt, wie haben sich diese zwei Gruppen entwickelt. Und das Ergebnis war, dass die sozusagen zwei Kekskinder, die also warten konnten und Geduld hatten, dass die also nicht nur besser ausgebildet, beruflich erfolgreicher waren, sondern auch erfolgreicher in ihren Beziehungen. Also sozusagen, wenn man nicht auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung so abgestellt ist, sondern es halt schafft, Geduld zu haben und an längerfristigen Nutzen zu denken, dann macht einen das auf allen Ebenen erfolgreich. Und das war jetzt natürlich nur also eine Studie, die rein das Diesseits betrifft, ist klar. Für gläubige Menschen und für Muslime kommt ja dann noch die Dimension des Jenseits dazu, also dass man eben im Diesseits auf bestimmte Dinge auch verzichten kann, weil man eben an das Jenseits denkt. Ja, er unterteilt dann diese Segnungen in primäre oder grundlegende. Das sind solche Dinge wie Glaube an sich überhaupt, Islam, dann Gesundheit und Sicherheit und sekundäre, sowas wie Geld, Kleidung und Wohnung, also eher diese materiellen Dinge. Und man sieht sozusagen, dass, also man kann sich dann fragen, sozusagen, womit beschäftigt man sich gedanklich mehr? Und das ist wahrscheinlich häufig eher bei den sekundären. Also die Gedanken sind wahrscheinlich häufig eher bei diesen sekundären Dingen, anstatt bei den grundlegenden Dingen. Und die wichtigsten Segnungen sind die mit dem Paradies verbunden sind. Also es gibt einen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen seiner Gefährten fragt, weißt du, was die Vervollständigung einer Gnade ist? Und er gibt dann selber die Antwort und sagt, das Paradies zu betreten. Also alles, was sozusagen das zum Paradies führt, das sind die Segnungen, die ins Paradies führen, das sind die besten sind. Also Glaube, Geduld, guter Charakter, Gottesdienste zur richtigen Zeit und solche Dinge. Im Koran wird der Islam selber als die Komplettierung des Segens oder der Gnade bezeichnet. In der 5. Sure im 3. Vers, dieser bekannte Vers, heute habe ich meine Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet. Also Islam ist die Vollendung von Allahs Gnaden und euch den Islam zum Glauben erwählt. Dann, was man im Hinblick auf die materiellen Segnungen noch berücksichtigen sollte, also alle diese Dinge, Besitz, Kleidung, Essen und so weiter, ist, dass das sind Dinge, also je mehr man davon hat, desto mehr Verantwortung hat man auch, weil man danach gefragt wird. Und es gibt ein Hadith,
wo der Prophet gesagt hat, dass man befragt wird nach den Datteln, die man gegessen hat, nach dem kühlen Wasser, das man getrunken hat, nach dem Fleisch, das man gegessen hat. Also das sind sozusagen die, also Fleisch sozusagen, das ist zu der Zeit halt so, das nicht jetzt hat man nicht jeden Tag gegessen, das war sozusagen ein besonders gutes Nahrungsmittel. Kühles Wasser, also gekühltes Wasser, ne, was auch nicht unbedingt, was man auch nicht jeden Tag bekommen hat, also sozusagen so besondere Sachen. Und sogar nach den Sandalen an den Füßen. Also das heißt, das sind alles Dinge, die man nicht als selbstverständlich hinnehmen sollte, sondern es muss einem bewusst sein, dass damit eben auch eine Verantwortung verbunden ist. Was nicht heißt, das betont Scheich Hamza dann auch nochmal, dass man nichts haben sollte, also dass sozusagen, also dass man Askese in der Form betreiben müsste, dass man eben keinen Besitz mehr hat oder so. Aber es geht darum, dass man sein Herz nicht an diese Dinge hängt. Also dass man, wenn man dann Verlust erleidet, dadurch nicht völlig aus der Bahn geworfen wird. Ja, das ist sozusagen diese Herzenskrankheit, und die Behandlung ist dann einfach, also was in dem Gedicht, was er kommentiert, auch angeführt wird, ist dann eben die Erinnerung an solche Verse wie وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, also alles, was euch an Gnaden zugekommen ist, das ist von Allah. Also sich das irgendwie möglichst immer wieder bewusst zu machen. Ja, inshallah gelingt uns das. Und werden wir dankbarer, und inshallah führt die Dankbarkeit auch dazu, dass wir denen mehr beistehen, die diese Segnungen nicht haben, die wir alle haben. Ja, und inshallah können wir uns das zu Herzen nehmen.